Ansonsten bin ich natürlich der allergrößte Alice Monroe-Fan. Das ist für mich die größte, aber schon seit vielen Jahren. Ich freue mich immer, wenn es da, die ist ja jetzt auch schon 80 und die soll bitte noch viele, viele Bücher schreiben. Und John Burnside lese ich jetzt gerade. Lügen über meinen Vater finde ich auch ganz toll. Und ich bin froh, dass ich das jetzt erst lese. Und ich glaube, ich werde es sogar noch mal weglegen, weil das mir sehr nah ist. Und ich bin froh, dass ich das noch nicht vor dem Mädchen gelesen habe. Also das finde ich ganz großartig. Na, ein ähnliches nahes Thema, der Blick auf die Welt. Und der schreibt ja auch über eine misshandelte Kindheit väterlicherseits. Also sozusagen ein Bruder im Geiste.